Ich lese das Solinger Tageblatt von Samstag, 21. Dezember 2019. Das ist diese Zeitung. Und unter Grün Solingen. Die grüne Farbe ist eine einzige Unverschämtheit. Heißt es Ministerium Doppelpunkt, Solingen ist überversorgt. Die Zukunft des städtischen Klinikums ist weiterhin ungewiss. Bis zu 100 Millionen Euro seien notwendig, um das Haus zu modernisieren, hatte der kaufmännische Geschäftsführer Matthias Dagel in dieser Woche erklärt. Eine wichtige Rolle werde dabei das Land und die Bezirksregierung Düsseldorf spielen. Nee, und die Bezirksregierung spielen. Eine wichtige Rolle werde dabei das Land NRW und die Bezirksregierung spielen. Aus Düsseldorf kommen nun warnende Hinweise. Ministerium Doppelpunkt Solingen ist überversorgt. Ich kann es einmal gerade in die Zeitung halten. Es geht um die Größe des städtischen Klinikums. Das ist viel zu groß. So, tschüss.